Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Kraus, es war mal wieder ein Paradebeispiel einer selektiven Wahrnehmung von Ihnen. Sie behaupten, wir hätten so gut wie nichts zum ÖPNV, zum Personennahverkehr im Programm stehen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Aber wir befassen uns halt eben nicht nur mit dem ÖPNV, sondern mit allen Verkehrsträgern. Wir befassen uns mit dem Güterkraftverkehr, mit den Wasserwegen, mit den Schleusen, mit dem Individualverkehr, mit dem urbanen Verkehr, Fuß- und Radwege, ÖPNV, Schienen, Personalverkehr, Verkehrswende generell, Luftverkehrsstandorte wie Flughäfen etc. Und auch dort haben wir an jeder möglichen Stelle immer den ÖPNV eingebaut. Wir haben zum Beispiel von einem bedarfsgerechten Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen gesprochen. Ferner wollen wir mehr kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze, um die Innenstädte vom Parkplatzzugverkehr zu entlasten, welcher bis zu 40% der Verkehre ausmacht. Der ÖPNV und das Auto müssen besser vernetzt werden. Zum Fuß- und Radverkehr, wo wir auch entsprechende Abstellmöglichkeiten fordern, auf Anbindung an SPNV-Knoten, in Klammern Schienenpersonennahverkehr, sichere Abstellmöglichkeiten und exklusive Nutzung durch den Radverkehr ist zu achten. Andere Punkte: Wir wollen pünktliche und sichere öffentliche Verkehrsmittel, die den Menschen die tägliche Fahrt zur Arbeit, Schule, Universität oder Ausbildung in angemessener Zeit ermöglichen. Die Kommunen sollen verstärkt dazu gebracht werden, ihre Bus- und Straßenbahnleistungen so zu organisieren, dass sie im Sinne eines integralen Taktverkehrs möglichst gute Umstiege an den Bahnhöfen möglich sind. Oder auch bei den Flughäfen. Zur Attraktivitätssteigerung der 5 Regionalflughäfen in Dortmund, Münster, Osnabrück, Weeze, Paderborn und Siegerland werden wir die ÖPNV-Anbindung optimieren. Lieber Herr Kollege Kraus, wenn Sie doch behaupten, Sie würden von Fakten sprechen, dann legen Sie doch bitte alle Fakten auf den Tisch und nehmen Sie keine selektive Wahrnehmung vor. Und was wir auch noch sagen müssen, ist ganz klar, Sie sagen, wir haben nicht angesprochen, dass die Arbeiter doch auch am Wochenende arbeiten oder auch an anderen Tagen. Was machen denn die ganzen Industriearbeiter, die Krankenschwester, was machen die Polizisten? Die kommen überhaupt gar nicht mit den Bussen zur Schicht, weil dann gar kein Bus fährt, Herr Kraus. Das ist die bittere Wahrheit. Und wenn Sie die Vorschläge von uns mal aus dem Programm lesen würden, dann könnten Sie die auch umsetzen, dann würden Sie viel mehr bewegen als das, was Sie hier immer erzählen. Vielen Dank.